Das Betzenberg-Stadion ist gut gefüllt. Etwa 30.000 bis 32.000 Zuschauer mögen sich hier heute Abend versammelt haben. Unter ihnen als prominenter Gast Erich Ribbeck, der DFB-Trainer. Er hat sich es nicht nehmen lassen, dieses Spiel hier an seiner alten Wirkungsstätte zu beobachten. Die äußeren Bedingungen ausgezeichnet heute Abend auf dem Betzenberg. Kein Wind, kein Regen. Der Rasen präsentiert sich in hervorragendem Zustand. Die Zuschauer, 30.000 wie gesagt, vielleicht entwickeln sie sich zum entscheidenden Faktor hier in dieser Partie. Wenn sie nämlich den Betzenberg Roar, die Atmosphäre erzeugen können, die hier schon so manchen Bundesligisten ebenfalls zum Straucheln gebraucht hat. Aber dafür braucht es natürlich eine gute Leistung des ersten FC Kaiserslautern. Erst dann kann der berühmte Funke auf das Publikum überspringen. Ein Wort zu den Aufstellungen. Die Gäste aus Moskau, ganz in Weiß, genau in der Aufstellung, mit der sie ihr Heimspiel bestritten haben. Drei aktuelle Nationalspieler gibt es. Mittelfeldspieler Schablo mit der Nummer 6, Torjäger Gavrilov die Nummer 9 und schließlich der Torhüter Dasajew. Sie alle waren eingesetzt beim Länderspiel gegen die CSSR. Das Spiel wurde 2:0 gewonnen und damit ist die Mannschaft aus der UdSSR praktisch in Spanien. Jetzt aber Rainer Geier. Und der erste Eckstoß für den ersten FC Kaiserslautern, der ganz in Rot antritt. Gespielt sind 2 Minuten. Hofeditz und Bongartz stehen bereit. Kurz gespielt. Bongartz und Geier. Briegel und Tor. Abseits entscheidet der Schiedsrichter. Abseitsposition. Briegel, hier sehen Sie ihn, der Torschütze. Das Tor wird nicht gegeben. Briegel kann es nicht fassen. Schiedsrichter Arminio aus Spanien hat offensichtlich auf Abseits entschieden. Hier die Zeitlupe, die Flanke von Bongartz. Dann der Schuss von Geier. Und jetzt Briegel und ganz links, jawohl, deutlich zu erkennen, ein lauterer Spieler in Abseitsposition. Dieses Tor also zu Recht nicht anerkannt vom spanischen Schiedsrichter. Aber ein Auftakt, der die Massen elektrisiert. Foul. Foul. Melzer ist da gestürzt. 18 Meter Torentfernung, Bongartz, große Aufregung auf den Rängen, 0:0. Bongartz, Neues, Funkel, Briegel, wer wird schießen? Ein sowjetischer Spieler wird noch einmal zurückgenommen, Briegel über das Tor. Der erste FC Kaiserslautern, ganz in Rot mit dem Team, mit dem am vergangenen Samstag der KSC mit 2:1 bezwungen wurde. Zwei Änderungen hat es gegenüber dem Vorspiel gegeben. Lutz Eigendorf, der nicht mit nach Moskau gereist war, spielt für Andreas Brehme, der nicht einmal auf der Bank sitzt. Er ist vereinsintern gesperrt. Er gehörte in Moskau zu den Besten, ebenso wie der Zweite, der heute Abend nicht dabei ist, nämlich Bruno Hübner. Für ihn spielt Rainer Geier, der zum damaligen Zeitpunkt vor 14 Tagen verletzt war, er also heute dabei. Der Unparteiische, Sie haben ihn schon in Aktion erlebt, kommt aus dem Land der Weltmeisterschaft 1982. Es ist Herr Arminio aus Spanien. Schavlo. Rainer Geier. Mit der 10, das ist Cherenko, verfolgt von Bongartz. Gess, die Nummer 8, eben angespielt, bewacht von Werner Melzer, der Mann, der Deutsch sprechen kann. Eigendorf. Kaiserslautern startet mit unheimlich viel Tempo. Festgelaufen, noch ist es nicht vorbei. Rainer Geier. Auftakt auf dem Betzenberg. Spartak Moskau kommt kaum aus der eigenen Hälfte heraus. Aber sie bleiben gefährlich. Kontermöglichkeit. Melzer. Noch ist die Gefahr nicht vorüber. Gavrilov. Heute bewacht von
Lutz Eickendorf. Und Hofedietz. Versucht es allein. Kein Foul. Rainer Geier. Briegel. Briegel immer noch. Rainer Geier. In den Vorschauen auf dieses Spiel hieß es, Kalli Feldkamp habe seinen Spielern empfohlen, erst einmal abtasten, vorsichtig beginnen, ja, nicht ein Gegentor einfangen, kassieren. Was sich hier in den ersten Minuten abgespielt hat, ist genau das Gegenteil von dem, was er offensichtlich der Presse mit auf den Weg gegeben hat vor dem Spiel. Vielleicht auch ein taktisches Täuschungsmanöver. Jedenfalls Kaiserslautern mit Macht versucht man, das 1:0 zu erzielen. Das ja schon reichen würde. Foul von Briegel. Vorteil. Das Bemühen von Spartak Moskau natürlich in dieser Anfangsphase. Ruhe ins Spiel bringen, den Ball in den eigenen Reihen halten. Neues der Kapitän. Ziemlich heftig attackiert in diesem Fall. Eickendorf. Geier, Melzer, etwas zu weit vorgelegt, dieser Ball, Guess. Romanzev, der Kapitän. Gavrilov, der beste Torjäger von Spartak Moskau. Er erzielte auch im Vorspiel das 2:0 nach einer herrlichen Kombination des gesamten Angriffs von Spartak. Der ballführende Spieler von Spartak wird sofort angegriffen. Und das ist die Folge, so muss es sein. So stellt man sich es als angreifende Mannschaft vor. Eilenfeld. Und Torhüter Dasajew. Morozov, Sidorov. In Moskau wurde er von Andreas Brehme, der wie gesagt nicht dabei ist, praktisch kaltgestellt. Heute spielt gegen ihn Hans-Peter Briegel. Sicherlich keine leichtere Aufgabe für den kleinen Flügelstürmer. Aber vielleicht hat Trainer Feldkamp auch so umgestellt, dass Briegel sich des Öfteren mal in den eigenen Angriff einschalten muss, wie er es ja sonst auch in Bundesligaspielen zu tun pflegt. Vielleicht wird das ja noch nötig heute Abend. Schavlo, Gavrilov, Missverständnis beim FCK und ein Foul von Briegel. Die Fans wollen es nicht wahrhaben, aber klare Entscheidung von Herrn Arminio. Freistoß für Spartak Moskau, gespielt sind 8,5 Minuten. Eine Zwei-Mann-Mauer beim ersten FC Kaiserslautern. Eilenfeld und Bongartz. Vier Angreifer von Spartak Moskau im 16-Meter-Raum. Möglichkeit und fast ein Eigentor von Hans-Günther Neues. Da hat man nicht richtig aufgepasst beim FCK. Rainer Geier. Die Möglichkeit, Hofedietz. Man kann nicht sagen, Chance vergeben. Hofedietz hat es gut gemacht, vielleicht ein bisschen zu gut und es fehlten nur die berühmten Zentimeter. Was ist Hofedietz?
Cerenko. Das ist der Gegenspieler von Hans-Peter Briegel. Sidorov. Falscher Einwurf, angezeigt und entschieden. Briegel. Eilenfeld, schlecht angespielt von Funke. Aber er macht seinen Fehler wieder gut. Rainer Geier, eine unbekannte Größe für Trainer Beschkow von Spartak Moskau. Hannes Bongartz. Hofedietz, faul. Freistoß. Schiedsrichter Arminio macht das einzig Richtige. Er lässt nichts durchgehen. Bongartz. Briegel. Eigendorf gegen Gavrilov. Noch einmal Lutz Eigendorf, der ja am Samstag gegen den KSC ein Tor erzielte. Wolfgang Wolf, Rainer Geier. Und die zweite Ecke für den ersten FC Kaiserslautern in der 12. Spielminute. Anfeuerungsrufe aus der Fankurve. Wieder kurz gespielt, Hofedietz. Zu schwach dieser Schuss und jetzt ist es drin. Eben wollte ich noch sagen, nicht scharf genug geschossen. Und dann landet der Ball doch im Tor. Und zwar nach diesem Schuss von Funkel. Wir sehen es gleich noch einmal. Er steht goldrichtig, wie auch schon in Moskau. Und das 1:0 in der 13. Minute. Ja, Trainer Feldkamp glaubte nach dem ersten Spiel in Moskau Schwächen im Deckungszentrum bei Spartak Moskau entdeckt zu haben. Wir müssen Druck machen, dann kommen die bühnenhaften Abwehrspieler vielleicht ins Schwimmen, können nicht mehr so konzentriert agieren im Deckungszentrum und dann haben wir eine Chance. Und genauso ist es eigentlich auch eingetreten. 13 Minuten lang hat Kaiserslautern voll auf Tempo gespielt. Mit vollem Risiko und es hat sich gelohnt, das 1:0 hochverdient nach einer knappen Viertelstunde. So hat man es sich in etwa wohl vorgestellt beim Pfälzer Bundesligisten. Aber es sind noch 75 Minuten. Neues. Geier. Neues. Funkel hat die undankbare Aufgabe, immer zwischen seinem Gegenspieler, dem Vorstopper und dem Libero hin und her zu laufen, sie zu stören. Zweikampf Gess-Melzer und der Lautrer bleibt Sieger und das war ein Nachschlagen von Gess und er hat Glück, dass er den Gegenspieler nicht getroffen hat. Ein Konter über Wolfgang Wolf, ganz links Eilenfeld. Etwas zu weit dieser Ball, aber gut gemacht. Gut gespielt, vor allen Dingen schnell. Dass es nicht geklappt hat, das muss man bei solch einer Aktion sicherlich immer in Kauf nehmen. Samochrin gegen Hofedietz. Briegel gegen Sidorov. In der Mitte Gavrilov. Und das ist geschubst. Glück für den ersten FC Kaiserslautern, dass es da nicht zumindest einen Freistoß gegeben hat für Spartak Moskau nach dieser Attacke von Eigendorf gegen Gavrilov.
Wieder Gavrilov, der beste Torschütze bei Spartak Moskau. Eine schwere Aufgabe für Lutzer Eigendorf. Und Funke, er ist ganz allein und kommt nicht mehr an den Ball. Einwurf für Spartak Moskau. Schavlo, der Mittelfeldregisseur von Moskau, konnte beim Hinspiel von Eilenfeld nicht gestoppt werden, nicht neutralisiert worden. Der Ex-Bielefelder wurde dann später von Kalli Feldkamp sogar ausgewechselt. Jetzt kehrt etwas Ruhe ein beim ersten FC Kaiserslautern, aber es darf natürlich nicht dazu führen, dass man den Ball verliert. Jetzt Briegel. Geier. Die Lauterer müssen natürlich jetzt noch einen Gang zurückschrauben. Dieses Tempo, das sie bisher gegangen sind, kann man auf keinen Fall über die gesamten 90 Minuten gehen. Vor allen Dingen muss man ja noch berücksichtigen, dass es möglicherweise sogar eine Verlängerung geben kann. Freistoß nach dieser Rangelei mit Friedhelm Funkel, Bongartz. In der Mitte Geie, Eilenfeld. Neues. Und da hat er nicht richtig gewusst, was er machen sollte. Er hat weder stark auf den Ball geschlagen, noch zu einer Vorlage angesetzt. Das war nichts Halbes und nichts Ganzes und so ist es dann noch ausgegangen. Melzer. Guess macht einen leicht angeschlagenen Eindruck, hinkt leicht. Sidorov. Ja, es sah zumindest von hier so aus, als sei Sidorov ohne gegnerische Einwirkung gestürzt. Herr Arminio hat es anders gesehen und das ist entscheidend. Guess. Abstoß vom Tor des ersten FC Kaiserslautern. Abwehr ganz schön. Melzer. Geier. Das ist zu lang, dieser Pass auf den Rechtsaußen. Samochi. Cherenko. Jetzt Geier. Funkel ist in den freien Raum gestartet, wird verfolgt von Morozov. Funkel mit einem immensen Laufpensum in dieser Anfangsphase. Geier. Neues. Das sollte man nicht machen. Briegel. Er geht auf Nummer sicher. Neues. Bongartz. Feldkamp hat umgestellt. Bongartz hat sich jetzt der Bewachung von Guess angenommen. Und Werner Melzer ist hinübergewechselt auf die andere Seite zu der Nummer 10, zu Cherenko. Vielleicht erwartet man, dass von da mehr Gefahr droht. Jetzt aber eine Möglichkeit
für Spartak Moskau. Sidorov, Reichel im Nachpass. Die erste Möglichkeit für Spartak Moskau nach genau 20 Minuten. Hofedins. Kaiserslautern wechselt sehr oft die Seiten. Geier. Wolf. Baumgart. Einwurf für Spartak Moskau. Spartak Moskau, das in der laufenden Meisterschaft Vizemeister wurde, hinter Dynamo Kiew vor Dynamo Tiflis. Denselben Rang belegte die Mannschaft schon in der vergangenen Saison. Also man ist auf jeden Fall im nächsten Jahr bei den Europapokalwettbewerben wieder mit dabei. Gefährlich. Funkel um Sekundenbruchteile zu spät. Schwetzow, hoch aufgeschossen, er wirkt etwas ungelenk. Weiter Abschlag von Dasajew. Gavrilov, Abseitsposition von Gess, reichlich spät entschieden, aber der Mann in Schwarz hatte die Anweisung seines Linienrichters wohl zu spät gesehen, Gess im Abseits und deshalb keine Gefahr für Kaiserslautern. Armin Reichel, der immer noch Hellström vertritt. Cherenkov. Bongartz hat aufgepasst. Geil. Wird oft angespielt. Sehr schön gemacht von Bongartz. Jetzt auf Eilenfeld in der Mitte. Eigendorf. Die Abwehr von Spartak Moskau. Am Anfang sicherlich überrumpelt von der Aggressivität. Vom Tempo des ersten FC Kaiserslautern hat sich jetzt ein bisschen besser zurechtgefunden. Fernschuss von Hofedits, Bongartz. Eigendorf und Schaflo. Gavrilov. Wolfgang Wolf etwas schneller als Radionov. Schwetzow, Cherenko, für meine Begriffe mit etwas zu viel Spielraum. Eigendorf. Morozov. Wieder Morozov. Gefährlich, Bongartz. Man kann die Beurteilung des Gegners von Trainer Karl-Heinz Feldkamp eigentlich nur unterstreichen, auch wenn man mit dem Namen, mit der Mannschaft Spartak Moskau nicht unbedingt etwas ankommen kann. Hier unter Deutschlands Fußballfreunden auch die letzten 4-5 Minuten deuten doch an, dass es eine Mannschaft der allerersten Kategorie ist. Europäische Spitzenklasse, das kann man mit Fug und Recht behaupten. Nicht das, was man unter Schablonenfußball versteht, was sich so oft Mannschaften aus der UdSSR erlaubt haben zu spielen. Gavrilov, sehr schöne Kombination, die meine Worte im Grunde genommen bestätigt haben. Ein sehr schwerer Gegner für den ersten FC Kaiserslautern und die Ernte für die Pfälzer ist noch lange nicht eingefahren. Samochin. Eigendorf.
Sidorov, Cherenkov, Kaiserslautern jetzt eigentlich zum ersten Mal in dieser Partie in Bedrängnis, eingeschnürt im eigenen Strafraum. Und das sieht sicherlich Trainer Feldkamp nicht sehr gern, was seine Spieler hier machen. Ball halten, ja, aber bitte nicht rückwärtig spielen. Geier, Melzer. Guess, faul. Schiedsrichter Arminio aus Spanien bisher souverän. Radionov gegen Wolf. Und jetzt Freistoß für den ersten FC Kaiserslautern. Radionov, der Linksaußen, ein bisschen geschoben gegen Wolfgang Wolf, seinen hartnäckigen Gewacht. Wolf für Dietz. Heidendorf, Riegel. Spartak Moskau findet sich jetzt wesentlich besser zurecht mit dem ersten FC Kaiserslautern. Bongartz, Hofeditz. Geschoben, aber kein Elfmeter natürlich. Herr Arminio zeigt an, dass sich Funke wohl doch etwas hat fallen lassen. Hofeditz. Bongartz, Briegel ist mit nach vorne geeilt, Eilenfeld, Geier, Funkel und Bongartz. Auf Briegel, Kopfball und herrliche Parade von Dasajew. Gespielt sind 28,5 Minuten. Es gibt nur die dritte Ecke für den ersten FC Kaiserslautern. Bongartz. Sprechchöre feiern Briegel. Noch einmal Briegel. Mit vollem Einsatz. Der Nationalspieler, auf dem hier wohl die meisten Hoffnungen ruhen. Es bleibt beim 1:0. Geschoben von Eilenfeld. Gestrecktes Bein von Wolf. Es geht weiter. Geil. Festgehalten von Radionov. Rainer Geier, ein Schuss. Wolf. Zu flach. Zu flach. Neues. Bongartz. Jetzt wieder alle Spieler von Spartak Moskau in der eigenen Hälfte. Schwetzow, Gavrilov. Eigner. Ungenaues Zuspiel, das war schon der Hauptfehler beim Vorspiel in Moskau, beim ersten FC Kaiserslautern. Zu viele Bälle über kürzeste Distanz landeten beim Gegner. Das heißt Ballbesitz, und Spartak Moskau hat diesen Ballbesitz in immer wieder gefährliche Angriffe
ummünzen können. Schöner Doppelpass, Rangelei zwischen Hofeditz und Cherenko. Guess. Wolf. Vielleicht eine Station zu viel, jetzt bei Spartak. Ein gutes Spiel, ein Kampfspiel. Obwohl es relativ wenige Torraumszenen gibt, man spürt förmlich die Spannung, die in dieser Partie drin ist. Briegel. Immer wenn er sich nach vorne orientiert, kümmert sich Schaffler um ihn, wie in dieser Situation. Diesmal geht Briegel zu Boden, er zeigt an, ich bin geschoben worden, aber elfmeterreif war das sicherlich nicht. Wolf hat im wahrsten Sinne alle Hände voll zu tun mit Radionov. 19 Jahre alt ist er, ein großes Talent. Von ihm erwartet man sich bei Spartak Moskau für die nähere Zukunft einiges. Geie. Eigendorf immer wieder mit unnötigen Ballverlusten. Cherenko. Spartak Moskau, die Angreifer, die Mittelfeldspieler, sie rücken sehr schnell nach in die vorderen Positionen. Wolf. Hofeditz. Eilenfeld. Hofeditz. In der Mitte. Ja, da hätte er vielleicht lieber nicht schießen sollen. Scharf zur Mitte passen wäre wohl das Richtige gewesen. Dort stand wieder einmal Friedhelm Funkel. Melzers Einsatz. Dennoch die erste Ecke für Spartak Moskau nach 33 Minuten. Cherenko mit Radionov. Wolf und Neues warten. Doppelpass missglückt. Und zusätzlich auf Abseits entschieden. Kapitän Neues. Auf Zuruf zu Hofeditz und Schuss. Gute Vorarbeit, gute Schussposition und schwacher Abschluss. Hand.
Aber das konnte er vielleicht nicht sehen. Guess und Hofedits. Zu viel, das war zu viel und dennoch ein Foul. Kalli Feldkamp ist von seinem Platz aufgesprungen, zeigt an, das wäre eigentlich eine gelbe Karte. Der Schiedsrichter zeigt es dem Spieler Sidorov und die Geste von Feldkamp ist deutlich. Was soll das? Hofedits. Wird gepflegt, kann sicherlich gleich weitermachen. Bisher durchaus eine faire Partie. Und Sidorov zeigt an, ja, ich habe es verstanden. Noch einmal, dann gehe ich raus. Neues. Samochin, Cherenko, die beiden mit der 10 gegeneinander. Weiterlaufen lassen. Bongartz. Hofedits. Eigendorf. Sehr schön weitergeleitet auf Eigendorf. Bongartz. Briegel, seine starke Seite. Zu eigensinnig in diesem Fall, zu eigensinnig. Das war ganz einfach zu viel für den Lauterer Nationalspieler. Drei Weiße auf engstem Raum ausspielen, das kann nicht einmal er. Cherenko. Schavlo. Diesmal wesentlich besser bewacht von Norbert Eilenfeld. Und jetzt hat er Glück, der Lauterer, dass der Ball genau in den Rücken des Spielers von Spartak fällt. Hofedits. Kapitän Neuss schaltet sich mit ein in den Angriff. Samochin. Eigendorf. Ja, Lutz Eigendorf genießt offensichtlich auch im Publikum nicht allzu viel Sympathie. Seine Aktionen werden immer mit A und O bedacht. Und er ist im Abschluss seiner Aktionen, das kann man auch sagen, nicht immer gerade glücklich. Eilenfeld. Wieder Eigendorf. Diesmal ein guter Pass auf Geier. Vorbei an Morozov. Und die vierte Ecke. Vier Ecken für den ersten FC Kaiserslautern. Eine dagegen steht bei Spartak Moskau zu Buche. Eckbälle, Freistöße beim ersten FC Kaiserslautern, ist das eine Angelegenheit von Hannes Bongartz. Sie hören es vielleicht, Anfeuerungsrufe für Hans-Peter Briegel. Auf ihn wird der Ball gezirkelt. Diesmal stand er hinter dem Gegenspieler, kam also nicht an den Ball. Und noch einmal Bongartz. Direkt geflankt, noch einmal Briegel und knapp vorbei.
Eigendorf. Vor Entfernung gut und gern 30 Meter. Neben ihm Hans-Günther Neues. Eigendorf ist bekannt für einen sehr platzierten Schuss. Geie. Zu hoch das Bein von Melzer. Unsicherheit jetzt beim ersten FC Kaiserslautern. Zweimal schlecht gepasst. Und das war natürlich etwas zu hart, was Neues da mit Sidorov gemacht hat. Oh, gefährlich. Schablo, die Chance zum 1:1. Glänzende Parade von Armin Reichel. Das hätte das 1:1 sein können. Die beste Möglichkeit für die Gäste. In der 43. Minute glänzend gemacht von Armin Reichel. Sidorov, Doppelpass. Radionov. Hervorragend jetzt gespielt von Radionov. Immer noch in Ballbesitz. Cherenko. Und Hofedits. Foul. Foul von Morozov gegen Funke. Der Schiedsrichter zeigt an, die Betreuer sollen außerhalb bleiben. Sicherlich ein hartes Einsteigen der Spieler aus der UdSSR. Jetzt kann der Pfleger kommen. Das wäre eine Entfernung für die Freistoßspezialisten des 1. FC Kaiserslautern. 25 Meter. Die Zuschauer, 32.000. Sicherlich mit dem Verlauf der bisherigen 43 Minuten, auch mit dem Resultat, zufrieden. Wie immer wird die Mauer noch einmal korrigiert. Jetzt Neues. Und gut pariert von Dasayev. Gavrilov, Schavlo, der eben diese große Möglichkeit verpasst hat. Und Bongartz alleine gegen die Nummer 4. Jetzt müsste er mal seinen berühmten Trick machen. Noch einmal allein und schießen. Einmal zu viel abgespielt. Einmal zu viel abgespielt. Vielleicht wollte er es zu gut machen. Noch 60 Sekunden in dieser ersten Halbzeit. Die guten, teilweise sogar sehr guten Fußball gebracht hat. Cherenko. Fehlpass von Hofedits. Neues. Trainer Feldkamp, Sie können es natürlich nicht sehen, rauft sich die Haare, jetzt aber Geier. Vielleicht kurz vor der Pause doch noch das 2:0, das wäre natürlich hervorragend. Geier. Ja, und da hätte es natürlich Eckball geben müssen. Diese Entscheidung verstehe ich nicht ganz. Denn Rainer Geier hat geflankt und er hat den sowjetischen Abwehrspieler getroffen. Sonst wäre der Ball sicherlich zu Funke gekommen, der bereit war einzuköpfen. Morozov mit der 3 und Eigendorf. Schwetzow. Spartak Moskau gibt keine Sekunde Ruhe. Die Mannschaft verfügt über eine hervorragende Kondition. Bongartz, Eilenfeld, Radionov, Funkel mit dem Arm, stoppt dieser Ball. Das 1:0, das kann man sicherlich sagen, da Schiedsrichter Arminio hier schon etwas hat über die Zeit spielen lassen, geht in Ordnung für den 1. FC Kaiserslautern. Aber das ist natürlich überhaupt kein sanftes Ruhekissen. Die zweiten 45 Minuten werden noch viel Aufregung bringen für die Pfälzer. Dessen bin ich sicher. Denn spätestens nach Wiederbeginn müssen die Russen
noch etwas mehr riskieren. Ist noch einmal Freistoß für den ersten FC Kaiserslautern. Aus dieser Position hat man schon 3 oder 4 Eckbälle, Freistöße vor das Tor schlagen können. Bongartz. Vielleicht hat Briegel ja jetzt etwas mehr Glück. Da ist er! Und Tor! Da ist er! Genau so sollte es sein. Hans-Peter Briegel wird umarmt von seinen Kollegen. Hier noch einmal der Freistoß. Bongartz genau auf Hans-Peter Briegel. Er steigt höher als alle anderen. Und dann geht der Ball genau durch die Beine von Torhüter Dasajew. 2:0 also in der 46. Minute. Schablo. Und Gäste etwas zu weit. Herr Arminio schaut jetzt auf die Uhr. Ich weiß nicht, warum er so lange spielen lässt. 47 Minuten jetzt genau. Und da kommt der Halbzeitpfiff. 2:0 für den ersten FC Kaiserslautern. Ein verdientes Resultat. Und das ist der Mann, der es möglich gemacht hat. Hans-Peter Briegel mit dem 2:0 in der 46. Minute. Besser hätte es eigentlich nicht laufen können für den ersten FC Kaiserslautern.